So, dann können wir weiterspielen. Was ist denn? Wir sind heute hier. Und die Augen der Welt sind alle auf uns gerichtet. Und deshalb... Dürfen wir Midgar, dürfen wir unsere strahlende Stadt nicht enttäuschen. Scheitern kommt nicht in Frage. Und das werden wir nicht. Klar? Wir haben den besten Kommandanten. Und er wird uns zum Sieg führen. Also schaut zu ihm auf und seid guten Mutes. Oh, die Mädels sind super. Ja. Sag doch noch was. Vertraut mir. Wir werden den Sieg davontragen und mit ihm die Ehrenauszeichnung. Das ist heute unser erklärtes Ziel. Jawohl. Niemand kann uns schlagen. Jawohl! Holen wir uns den Sieg! Jawohl! Kommandant, es wird Zeit. Auf nach Nord-Junon. Sicher. Ich glaube, da kam ein paar Änderungen wach. Wann wurde sie zuletzt abgefeuert? Vor 5 Jahren, Sir. Heute wäre auch ein guter Tag. Aber Sir. Sir, auch Salutschüsse bei Festlichkeiten stehen außer Frage. Denkt an das Waffenstillstandsabkommen mit Wutai. Na und? Eine neue Zeit ist angebrochen. Verkünden wir es. Großartig, Sir. Das gefällt mir. Ein Überraschungsfeuerwerk wird die Zuschauer entzücken. Sir. Es ist an der Zeit. Ich finde den Mantel ein bisschen übertrieben. Naja, wollen wir mal weitermachen. Seid ihr noch da? Habt ihr noch Bock? Super. Begeisterte Gesichter. Einfach überall. Die Menschen haben sich heute hier zusammengefunden, um unseren neuen Direktor zu begrüßen. Und hier kommt die Motorradstaffel. Atemberaubend. Perfektion auf 2 Rädern. Ah, dieser Freak. Abschuss bereit, Sir. Gut. Oha. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Das war unglaublich. Aber das kann doch nicht sein. Kam dieser Schuss wirklich? Ja, aus Junons Kanone.
gleich die letzte Kompanie. Begrüßen Sie mit mir die 7. Infanterie Midgars. Der Kommandant der Kompanie wirkte sehr überzeugt. Sie wollen die Ehrenauszeichnung des Direktors für alle, die gerade in Midgar zuschauen. Und nun erwarten wir ganz gespannt Ihre Darbietung. Richten Sie Ihre Augen auf die 7. Infanterie Midgars. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich traue mich kaum zu blinzeln. Sie sahen soeben die erste Darbietung der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Hingerissen von diesem Maß an Perfektion. Wir sind gespannt, was Sie für die nächste Runde bereithalten. Oh wei. Ah, oh, fuck. Mir fehlt es ein wenig an Geschmeidigkeit. Eine solche Darbietung habe ich ja noch nie gesehen. Fuck. Da ist noch Luft nach oben. Man spürt den engen Zusammenhalt der Truppe. Fuck. Der 7. Infanterie Midgars. Und nun schauen wir uns doch einmal an, was unsere Zuschauer sagen. Also, wie sieht es aus? Sie haben es ohne große Zwischenfälle geschafft. Auf dieser Leistung kann man sicher aufbauen. Gar nicht schlecht. So könnten Sie am Ende. Scheiße. Scheiße. Ich hab gut verkackt. Erste Darbietung, los! Die Truppe wird sehr ausgeglichen. Die Kommandos sitzen perfekt. Formation, Shiva! Wir sind also farblich markiert, verstehe. Ja, einmal verkackt. Aber ansonsten... Diese Penner.
Der sucht doch die Eris. Nein, kein Problem. Sie haben uns nicht bemerkt. Ich werde etwas mit Ihnen plaudern. Kümmer du dich um die Schwarzkotten. Verstanden, Sir. Die wissen, wer wir sind. So, ist besser. Wahrscheinlich. Jede Darbietung war herausragend. Doch am Ende kann nur eine Kompanie die beste sein. Der Preis für die gelungenste Darbietung geht an. Die überragende Motorradstaffel. Was ein Arsch. Wir wollen die Ehrenauszeichnung. Wieso? Herr Oberkommandant! Okay! Mal gucken, ob ich das nochmal machen kann. Es folgt die Ehrenauszeichnung des Direktors. Ich übergebe das Wort. Bitte, Sir. Achso, die wollen wir haben. Ja, okay. So. Mutig schreiten wir voran und schließen damit endgültig mit der Vergangenheit an. Den ersten Schritt tun wir heute. Nur ich kenne den Weg. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Denn ich führe euch ins verheißene Land. Für dieses Ziel bin ich bereit, alles zu geben. Ich bin mit Leib und Seele Shinra verschrieben. Und ihr ebenso. Ich weiß, ihr seid bereit. Na dann. Zur Ehrenauszeichnung. Sie geht an. Die 7. Infanterie mit Gas.
bitte ich euch drei nach oben. Das ist ein Befehl. Wie Sie sehen, hat Direktor Rufus persönlich den Anwesen ausgewählt. Sie kommen zu ihm nach vorne. Achtung! Eure Darbietung hatte etwas wirklich Außergewöhnliches an sich. Die Ehrenauszeichnung geht verdient an die 7. Infanterie Midgards. Glückwunsch! Da stehen Sie nun! Mit Stolz verdienen Sie die Wahl! Ich möchte etwas mit den Dreien besprechen. Beende die Übertragung. Los! Heidegger, dieser Wichser. Was ist denn jetzt los? Sorry, ich muss hier mal durch. Warte, dort. Hey, hey, was wird das denn? Bei einem festlichen Anlass wie diesem braucht es doch keinen Helm, oder? Cloud Strife. Ich muss sagen, großartiger Auftritt. Aber das war ja zu erwarten. Ihr seid doch... Zurück. Aber Sir, das... Herr, was dein Chef dir sagt, du Wichser. Cloud Strife. Ich habe in deinen Akten gestöbert. Ziemlich interessanten Lebenslauf hast du. Gefällt mir. Deswegen schlage ich dir hiermit einen Handel vor. Für mich hat der Wiederaufbau Midgars oberste Priorität. Wenn die Bevölkerung noch weiter leiden müsste, wäre das ein allzu großer Gesichtsverlust für Shinra. Um mich ganz darauf konzentrieren zu können, möchte ich mich aller anderen lästigen Pflichten weitgehend entledigen. Im Klartext? Mein Vater hat mir eine Vielzahl an Aufgaben hinterlassen. Zum Beispiel die Wiederbeschaffung einer gewissen Zetra. Die Bergung verschwundenen Forschungsmaterials sowie Avalanche endlich das Handwerk zu legen. Ich kann gar nicht sagen, wie lästig mir all das ist. Ich möchte mich nicht damit befassen müssen. Heißt das, dass ihr uns nicht mehr verfolgen werdet? Genau. Die Wut der aufgebrachten Bürger lässt sich allerdings nicht bändigen. Haltet euch daher lieber von Midgar fern. Werde ich nicht mehr gebraucht? Bei Shinra weht ein neuer Wind. Und was willst du? Sag schon. Dass ihr Sephiroth erledigt. Shinra hat dieses unsägliche Monster einst erschaffen. Es muss verschwinden. Aber es fehlt uns an Personal, um diese Kreatur endlich auszulöschen. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Ah, gut, das ist... Eine Spur? Wir folgen den Schwarzkunden. Ein guter Plan. Diese Schwarzkunden... Sind sie... Sagen wir, sie sind Schatten von Sephiroth. Deswegen wollen sie auch alle zu ihm zurückkehren. Ich muss sagen, der ist mir ein bisschen... Der ist mir ein bisschen sympathischer als sein Vater. Das ist eigentlich kein schlechter Handel. Oh, Yuffie, mach den Scheiß doch nicht kaputt.
Die macht bestimmt jetzt alles wieder kaputt. Da, ich sehe sie. Hey, hey, sie wird doch nicht etwa. Dann haben wir eine Abmachung. Haltet ihr euch auch dran? Nicht, dass uns irgendwann wieder die Turks oder Hojo auf den Fersen sind. Ja, ihr habt mein Wort. Jetzt nicht nachlassen. Immer schön zielen. Genau so. Jetzt kommt's drauf an. Tu das nicht! Runter! Wachen, sofort hierher! Darf ich das als eure Antwort verstehen? Nein, das war... Keine Ausreden. Das bereut ihr noch. Och, meine Fresse. Es war eigentlich ein guter Deal. Diese Hure hat alles kaputt gemacht. Ach. Was ist mit Hofers? Abgehauen. Und was jetzt? Ich habe die Schwarzkutten gesehen. Auf dem Weg zum Hafen. Dann hinterher. Die Stadt ist abgeriegelt. Überall Wachen. In den Uniformen fallen wir nicht auf. Ihr geht voraus zum Hafen. Ich bleibe hier. Und kümmere mich um die 7. Infanterie. Alleine? Ganz sicher? Ja, so komme ich schneller voran. Kommandant! Bis dann am Hafen. Sir, Befehle? Ich habe Neuigkeiten. Der Attentäter flieht Richtung Südjunon. Nehmt unverzüglich die Verfolgung auf. Ich informiere inzwischen die anderen Einheiten. Nicht so gut, Sir, aber der Attentäter und seine Gefährten besitzen Shinra-Uniformen. Sie haben sich wohl getarnt, um nicht aufzufallen. Allein ist es zu gefährlich. Wir müssen zusammenhalten. Die 7. Infanterie mit Gas lässt niemanden zurück. Aber der Feind ist unter uns. Wir können niemandem vertrauen. Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Okay, danke. Na super. Hattest du dir nicht gerade was zu essen gekocht? Hab ich doch. Bin doch fertig. Hab doch schon längst fertig gegessen. Zuerst müssen alle Einheiten informiert werden. Dann suchen wir zusammen den Attentäter in Südjunon. Mir nach. Ah.
Runenschwert. Verstehe. Stufe zu niedrig. Drauf geschissen, Feuer frei. Die Frage ist, muss ich mich... Die Frage ist eher, muss ich mich um die kümmern? Oder würde es theoretisch reichen, wenn ein paar von denen verrecken? So nach dem Motto, sind halt Lakaien. Mir so ein Kaugummi reingeballert. Super Spray, cool, danke. Ein bisschen langsam, ha? Cloud verarscht die voll. Oh, das tut mir so ein bisschen leid. Meine Güte, das ist ja schlimm hier. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sie am Leben zu halten.
Aber eigentlich fühle ich mich so ein bisschen mit denen verbunden, weil ja eigentlich schon sind da schon gute Leute. So, jetzt aber. Komm her, du Lümmel. Ah, die Jungs sind gut zu gebrauchen. Tut mir schon fast leid, dass wir die verarschen. Oder ich muss sie loswerden. Alles. Ja, das sage ich auch immer. Ich kann die Jungs nicht im Stich lassen, tut mir leid. Das kann ich nicht.
Na, hier hätte ich sie heilen können. Wenn jetzt die anderen auch geheilt werden, dann werde ich echt sauer. Ah. Zurück. Sir. Dieser Wichser schon wieder. Das hört man zwischendurch mal. Ja, dann zeig mal, was du kannst, du Lappen. Oh, der geht mir auf den Sack. Oh nein. Wird das jetzt ein Schwulenporno oder was? Der kommt ein bisschen schwül rüber. Der will sich auch Cloud klären. Ich bin bereit. Oh, der hat gefressen. Ich kann euch nicht hören. Wir brauchen euch. Was wäre denn ein wahrer Kampf ohne das richtige Publikum? Meinst du nicht, mein Freund? Ich hab dir gerade in den Arsch getreten. So, komm her, du Lappen. Volle Kraft.
Bam! Der liebt einfach den Cloud. Er denkt auch, er wäre bei Yu-Gi-Oh! SD kenne ich nicht. Nachdem das mit dem... Nachdem das mit den bei Yu-Gi-Oh! Aus... Nachdem das Ägyptische rausging aus Yu-Gi-Oh! Wurde mir das zu blöd. Dann habe ich es halt... Danach habe ich es nicht mehr geguckt. Ehre hat er. Ehre hat er. Er ist auch total geistig komplett. Du führst deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde. Bin stolz auf dich, mein Freund. Der hat zwar einen kompletten Sockenschuss. Aber... Ich weiß nicht, der... Nur einen? Er hat irgendwas, er hat schon Ehre. Okay, das ist weird. Versuch's doch. Er hat aber Ehre. Lodges Schlüsselanhänger. Er hat aber Ehre, das muss man ihm lassen. Da habe ich ja schon richtig Mitleid mit dem. Hier gibt es nochmal fett Loot. Also entweder war das jetzt, ist das jetzt so ein Boss-Loot? Oder... Da kommt noch was. Super. Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist... ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist... warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Och, scheiße. Oder könnte es sein, dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid.
Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein! Das war doch eine Frau! Aber wir haben verstanden. Wir sehen, dass Sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben! Bitte um Verzeihung! Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war Ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Ja, Cloud ist halt ein Soldat, ne? Kennen wir uns? Ja, eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Bubatz. Wenn die Yuffie es nicht versaut hätte, dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Aber es war cool, doch. Die Gardisten zu finden war ein bisschen nervig, aber war cool. Hat mir Spaß gemacht. Dann wäre das Spiel also quasi schon durch. Nein, nein, schon lange nicht. Noch lange nicht. Okay, nächster. Sie überprüfen alle. Was nun? Wir gehen hinten rum. Wir müssen ja Sephiroth verfolgen. Gesellschaft an Bord. Also benehmt euch entsprechend. Und du wirst mir schön arbeiten. Du wirst mir schön arbeiten. Muss in den Frachtraum. Verstanden. Alles gut. Der Hund. Ist es jetzt eine Raubkatze oder ein Hund? Ich glaube, das ist hier non-binär. Ach, Kiri. Eine Schifffahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön, denn da kann man Matrosen auch mal von Bord reiern sehen. Holladi. Hollado. Oh, wie sie da alle rumknuddeln. Was sind das für zwei komische Vögel?
beeindruckend. Unerhört. Tja, wie viel Botox hast du in deinem Körper, damit du so aussiehst? Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Welten besser als in Midgar. Keine Frage. Mir ist sie ehrlich gesagt etwas zu salzig. Ach, hör auf, so viele Schwänze zu lutschen, du alte Eule. Entschuldigung. Ach, irgendwelche chinesischen Traditionsshow oder so. Gar nicht übel. Ich seh mich mal etwas um. Ja, ich glaube, das genießt er doch auch mal. Ich finde ihn nur ein bisschen zu dünn. Und was wurde aus was? Den habe ich zum Glück nie mehr gesehen. Aber bei Leuten von seiner Statur wird mir immer noch mulmig. Glaube ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen. Ich verabschiede mich für heute. Noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal, bin müde. Alles klar, gute Nacht. Mach's gut, Junalein. Wir müssten mal Final Fantasy X spielen. Da gibt's nämlich eine richtige Juna. Ich glaube, das war Zack. Versaut, aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh drüber. Shinra bleibt Shinra, egal wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Verehrte Passagiere, willkommen auf der Shinra 8. Hier spricht Ihr Kapitän Titov. Ja, Titov. Och nee. Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Darauf habe ich keinen Bock. Ein richtiges Blut der Königin-Turnier. Komm. Das ist dieses Brettspiel, was sie eingebracht haben. Das einzige nebenher kleine Kartenspiel, was mir tatsächlich einigermaßen gefallen hat, was nicht ganz so extrem schwierig war, was auch gut ins Spiel gepasst hat, war Gwent. Das ist halt auch wieder so eine Sache, was man irgendwie nicht so ganz versteht. Und zwar, diese Dinger machen halt Spaß, wenn sie einigermaßen einfach sind. Nicht zu kompliziert. Nicht zu viele Regeln. Nicht zu komplex. Und die dürfen halt, darf halt nicht zu komplex werden. Muss sich halt ins Spiel passen. Oh, die ziehen sich gerade um. Ah, das ist eine Ruhekamera. Nicht schlecht.
Wir brauchen gar nicht so viel. Was gibt's hier? Oh, schick, schick. Gefällt mir. Muss ich so ein bisschen an Rapture denken. Na, hübsch ist sie jetzt auch nicht unbedingt. Na, blub. Ah, Mist, die haben dran gedacht. Also ein bisschen Upskirt. Wäre doch mal nicht schlecht. Obwohl, die war jetzt auch nicht so hübsch. Das Turnier beginnt in wenigen Augenblicken, meine Damen und Herren. Noch mehr war das gemein? Das machst du nur für euch, das weißt du doch. Für Passagiere ohne Karten stehen übrigens Decks zum Verleih zur Verfügung. Also nur keine Zurückhaltung. Du spielst doch mit, oder? Ist unmöglich. Vielleicht sehen wir uns ja. Oh nein, ich kann das nicht. Ich verstehe das Spiel immer noch nicht. Du willst auch teilnehmen? Ja, eure Spiele haben mich schon immer interessiert. Also, ich melde mich mal an. Ich bin wirklich untröstlich. Aber Tiere sind zur Teilnahme am Turnier leider nicht zugelassen. Wie bitte? Du bist ganz gut in diesem Spiel, oder? Ja, schon. Nein. Aber auch gut genug für mich? Oh nein. Finden wir's raus. Ich will sofort. Bin ganz schön aufgeregt, ob ich das Turnier wohl gewinnen kann? Vielleicht mit etwas mehr Übung. Jetzt sei doch nicht so. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, oder? Oh, sieht aus, als wäre ich dran. Bin gleich wieder da. Was denkst du denn? Ich lass mir doch die schnicken Preise nicht entgehen. Aha. Sag mal, willst du dich gar nicht umziehen? Meinst du den Anzug? Den habe ich richtig ins Herz geschlossen. Steht mir gar nicht schlecht, oder? Fast wie ein richtiger Seebär. Der Schalter ist frei. Dann mal los! Wünschen Sie am Blut der Königin-Turnier teilzunehmen? Bleibt mir ja nichts anderes übrig, oder? Sie dann so gut, mir Ihren Namen zu verraten? Cloud Strife. Herr Strife, sehr wohl. Karten haben Sie? Ja. Gut, dann sind Sie hiermit angemeldet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, ich werde so verkacken. Ich verstehe die Regeln immer noch nicht. Das war bei Horizon Forbidden West genauso. Auf einmal musste da so ein scheiß Kartenspiel rein. Oder so ein Strategiespiel. Das war so ein Müll. Die Cartoreros stehen bereits in den Startlöchern. Wem wird es gelingen, sich die begehrte Siegertrophäe zu sichern? Als Ihr Kapitän lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, Sie durch das spannende Geschehen zu begleiten. Und nun viel Spaß. Mein Gegner? Wird bestimmt voll cool. Ich heiße übrigens Felix. Freut mich, Mann. Was geht ab? Siehst ja aus wie 7 Tage Regenwetter. Lass mal die Sonne rein, Mann. Ja, nicht schlecht. Cooler Dude. Können wir anfangen?
Aber mit seinem. Von mir aus immer. Also dann. Fiesta Caturero. Caramba. Ich hab keine Ahnung. Ich bin ultra schlecht. Fange ich am besten an. Bereit. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Für mich aus, oder? Das könnte funktionieren. Warum? Ah, ist doch scheiße jetzt. Warum kann der das da hinsetzen? Werde ich verlieren, weil ich jetzt nur noch aus... Ich kann nichts machen. Es ist doch dumm. Sieht gut für mich aus. Es sieht gar nicht gut für mich aus. Kannst du vergessen. Es funktioniert gar nichts. Warum kann der meine Karten weghauen? Irgendwie lässt sich das sicher noch drehen. Ich kann nichts machen, es ist doch behindert. Das ist doch dumm. Warum konnte er meine Karten besiegen? Und warum konnte er... Hä? Das ist, wenn ich meine, es ist zu komplex. Fange ich am besten an. Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Der Sieg ist mir sicher. Quatsch. Stimmt doch gar nicht. Ich halte mich nicht zurück.
Cloud es schaffen wird, sich aus dieser Lage zu befreien? Felix hat das Heft fest in der Hand und lässt es seinen Gegner auch spüren. Der Sieg ist mir sicher. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Schon wieder Schachmatt, ist doch die Dinge habe ich doch geblockt gehabt. Nee, sieht's gar nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn er so ein Ding hat, ein Feld reserviert, dann kann ich nichts draufstellen, aber er kann das? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich kenne das auch nicht. Das ist ja das Dumme. Gut, dann mal los. Also gut. Womit fange ich am besten an? Ich halte mich nicht zurück. Ist er gar... Hä? Bereit. Das ist doch dumm. Ich bin am Verlieren. Warum kann der da eine 4 reinmachen? Ich will nicht spielen, weil dieses Spiel scheiß behindert ist. Weil das von pädophilen Wichslappen gemacht wurde. Sagen Sie nicht, Sie wollen
Blut der Königin, so kernbeendeter Pedoscheiße. Ich will mir den Scheiß nicht angucken, ey, verdammte Wichslappen. Ich will nicht spielen. Hä? Ich will nicht spielen. Hä? Warum muss ich den Müll jetzt spielen? Möge das Spiel beginnen. Kannst es wohl kaum erwarten, dich zu besiegen? Ich halte mich nicht zurück. Ich mag zurückliegen. Aber das muss nicht notwendigerweise so bleiben. Das könnte funktionieren. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Ich finde das Spiel total scheiße. Und jetzt kann ich doch... Ich will den Mist nicht spielen. Es ist Müll. Geht dann wohl an mich. Hast dich aber wacker geschlagen. Eure Spiele sind. Wann hast du dir das? Ein Jäger spät sein. So habe ich dir. Verstehe. Ich will den nicht. Ja, schon. So ein Rotz. Konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Eine gute Nacht gehen. Viel Spaß an euch. Ja, ich mache jetzt auch Feierabend. So ein Müll. So ein Müllspiel, ey. 110 Euro hätte ich einem Obdachlosen geben können, anstatt diesen Square Enix-Schwanzlutschern. Ich will doch einfach nur weitermachen. Achso, ist die erste Klasse. So ein alberner Rotz. Hallo, darf ich auch speichern? Ah, da. Ach, das mit der Partie Blut der Königin. Sorry, es ist mal wieder so eine typische Scheiße. Horizon Forbidden West hat's. Witcher 3 hat's perfekt gemacht. Perfekt, das Spiel hat Spaß gemacht. Und es war nicht schwer zu verstehen. Stück für Stück. Hier wirst du von vornherein komplett reingeschissen. Genauso wie bei diesem scheiß Strategiespiel von Horizon Forbidden West. Hört auf mit diesem Mist. Was soll denn das? Dafür wünsche ich euch eine Woche Krebs. Oder blutigen Durchfall. Also, nicht euch Zuschauern, sondern diesen Wichser von Square Enix, die meinen, oh, das ist eine geile Idee. Hohenböcke, bringt ein Brettspiel raus, wenn ihr so toll und so davon überzeugt seid. So, hier, Leute. Nee, es gibt einen Unterschied zwischen Kacke bauen und einfach
das Spiel so komplex machen, dass man es nicht versteht. Das ist ein großer Unterschied. Ein himmelweiter Unterschied. Das hat nichts mit Leiden zu tun. Das ist einfach nur dumm. Genauso gut könntest du sagen, du liebst es, wenn Menschen aufs Maul kriegen und gehst dann irgendwie mit einem Baseballschläger einen Rollstuhlfahrer verprügeln. Nur weil du fremde Menschen bluten siehst. Das kannst du so nicht vergleichen. Das ist ja kein Leid. Ich will es einfach nicht spielen. Und das Spiel sagt, du musst es. Dann kann ich dir nicht helfen. Hier, mach's gut, Blub.